Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder. Natürlich in der Dunkelwasserbaustelle 11 von diesen Klingenkörnern. 11 von diesen Klingenkörnern würden wir gerne noch bauen. Die anderen Sachen sind alle verteilt schon. Die ganzen Feldzutaten. Oh, das ist gut. Noch eins. Ja, dann ist die Siedlung aber richtig dicht. Da passt keiner mehr. Da kommt keiner mehr rein. Keiner findet den Eingang. Ja, die suchen sich schon ihren Weg. Die laufen einfach durchs Klingenkorn. Übers Feld. Zack, raus. Und hier wäre das sogar ganz gut, wenn das hier vorne noch ein bisschen dichter wäre. Ja, schon gemütlich so mit den ganzen Gebüschen, aber auch unübersichtlich. Super. So viel Klingenkorn hier. Oh, da passt aber noch eins zwischen vielleicht. Na, ich habe doch gesehen, dass das passt hier. Komm schon. Na, warum? Wo ist das Grüne? Da war's. Komm schon. Ja. Ah, endlich. 7! Wir dürfen immer noch 7 aufbauen. Können wir das auch direkt ins Wasser stellen hier vorne? Nein, Klingenkorn ist keine Wasserpflanze. Die restlichen 7, fürchte ich, bekommen wir nicht mehr gestellt, oder? Ist alles voll hier. Oben vielleicht. Damit meine ich, oben können wir eventuell, ja, aber für 7. Da könnten wir noch diese Gartenzeilen aufbauen. Die Gartenfelder. Aber da passen auch keine, da müssen wir 7 von diesen Feldern aufbauen. Da passen auch keine 7 drauf unbedingt. Wie sieht's hier aus? Hier wächst doch auch einiges. Na, vielleicht hier in die Ecke. Hopp, rüber und geguckt hier in die Ecke. Komm schon, komm schon. Ich sehe da ein bisschen Erde, da könnte was drauf gehen, aber nein, will es nicht. Oh ja, hier ist doch auch gut. Na gut, die Pflanzen werden, wie ich schon in der letzten Folge sagte, dann immer zerstört bei einem Angriff wahrscheinlich, aber... Dann steht da, Siedlung hat Schaden genommen oder irgendwie sowas. Aber das bekommen die Siedler, glaube ich, dann schon hin. Wenn die Moral okay ist, dann kümmern die sich auch darum. Hier ist alles mit Klingenkorn zugewachsen. Die Klingenkorn. Die zugewachsene Klingenkorn-Siedlung. Ja, und hier brauchen wir es gar nicht zu versuchen, oder? Nein. Ja, vielleicht auf der Rückseite des Hauses hier noch. Oh ja, hier so die ganze... Die ganze Reihe runter hier. Nee, da geht nichts mehr. Ist zu weit außerhalb des Baubereichs. Wir haben wieder total nah an die Grenze gebaut. Ja, und hier sieht man es. Die Meyerlurks greifen auch von dieser Seite an. Oh, hier können wir aber was ins Wasser stellen. Oder nicht? Ja, so halb das. Nee, so in der Luft schweben haben möchte ich das nicht. Schwebt schon alles genug in der Luft hier. Ins Wasser hätte ich kein Problem mit. Das Wasserkorn. Und hier vielleicht noch hin. Auf 4 Teile. Haben wir oben nicht schon Gartenfelder hingestellt? Na, aber doch bestimmt nicht für so einen Riesenbusch Klingenkorn. Ich frage mich, was wir uns damals dabei gedacht haben. Hinterm Haus vielleicht. Oh ja. Oh ja, hier passen die. Ja, 4 werden nicht passen, aber ein paar passen hier auch noch hin. Die absolute Klingenkorn-Siedlung. Ja, ich glaube, Klingenkorn war auch selten für die Suppe und so. Für die Nudelschale. Brauchen wir Klingenkorn? Okay, das war's dann hier. Wie sieht es denn hier aus? Wollt ihr etwas Klingenkorn? Ja, das könnte alles so schön passen, wenn es passen würde. Aber nein, 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 nein,
nichts hier. Da drunter so ein bisschen ist geschützt vor dem Regen. Aber Pflanzen mögen doch Wasser ab und zu. Ja, aber hier ist doch sowieso alles sumpfig. Die haben schon genug Wasser hier. Oh nein, ich kann mich nicht. Ich bin fest. Ich... Oh. Steckt da fest, hat er gedacht. War aber gar nicht. Dann im Nachhinein. Und hier drunter noch eins. Komm schon. Zwei für oben aufs Dach. Oh Mann. Na, dann stellen wir vielleicht doch eins noch hier irgendwo lieber hin. Oder beide. Das ist alles total zugestellt. So hatte ich mir das gar nicht gewünscht. Aber wie gesagt, Klingenkorn macht nichts. Da kann man ruhig... Da können die Leute schon durchlaufen. Das schaffen die. Fertig, wir haben es geschafft. Okay, ich bin glücklich. Yeah. Sehr glücklich. Oh nein. Ja, da müssen wir alles wieder abreißen. Das eine Maisteil hier, das fehlt. Das bauen wir jetzt provokativ hier hin. Ein einzelnes Maispflänzchen, so. Ach, wir haben es geschafft. Alles ist verteilt. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Oh, Curry, an deiner auch. Und die Plünderstation, haben wir die zugewiesen schon? Ja, da kümmert sich schon jemand drum. Du doch hier mit Sicherheit, oder? Nicht? Ja, wir haben drei Plünderstationen vorher stehen gehabt. Eine sollte reichen. Irgendwer kümmert sich auf jeden Fall um die Plünderstation. Ja, dann brauchen wir als nächstes eventuell... Energie hier? Oh, wir brauchen immer noch ganz schön viel hier, muss ich sagen. Du bist hier scheinbar der Friseur gewesen. Mal sehen, ob wir da was anderes machen können. So wie du angezogen bist, warst du mal der Friseur. Plünderer? Ja, du bist zugewiesen mit deinem Kleid. Also die Waffenfrau, Waffenverkäuferin. Ha, und du? Du kannst gleich für die Sicherheit sorgen hier. Ich würde den ja ganz gerne nach oben schicken. Verstehe. Aber hier vorne wäre es auch gut. Der hatte nämlich schon ein Rüstungsteil an, der da oben auch. Da, komm. Klar. Okay, er ist auch zugewiesen. Klar, hier vorne haben wir gleich ein paar Leute. Da sieht das gleich ein bisschen belebter aus. Und du bist auch gar nicht zugewiesen. Na, du hast die richtig fette Rüstung an. Du kannst, glaube ich, hier... Auch hier... Ja, wir müssen eigentlich auf der anderen Seite, da wo die Meyerlurk-Königin angreift, zuweisen. Ach, müssen ja eigentlich nicht, denn die Leute, wenn sie angreift, dann werden sie sich schon hier den Platz suchen, den sie brauchen. Zugewiesen? Dauert ein bisschen. Er wird es schon finden, oder? Ich hoffe mal, er findet das schon. Ja, wenn die Leute zugewiesen sind, dann haben wir ein bisschen mehr Platz, denke ich mal. Hier, dann rennen die nicht alle so uns immer vor den Füßen rum. Was ist jetzt mit dir hier? Mais benötigt? Oh nein. Siedler nicht zugewiesen. Moment, wir haben was für dich. Kümmere dich hier hinten. Okay. Um diese Pflanzen. Ah, der schnappt sich natürlich gleich mehrere Pflanzen dann. Und du? Ihr versteckt euch alle so geschickt in den Pflanzen. Das kann ich euch doch gar nicht hier auswählen. Und zuweisen. Du hier, dich hatte ich doch da oben zugewiesen zum Beispiel. Ach was, der Wachposten ist noch nicht. Ja, das dauert manchmal ein wenig. Hier muss einer stehen. Das sieht bestimmt... Ich höre aber auch nicht. Zuweisen stand. War jetzt nicht mehr. Ich höre aber auch nichts, dass die irgendwas sagen. Und Schutz liegt immer noch auf 18. Das hat überhaupt nicht funktioniert mit euch. Euch dazu zu weisen. Naja, das nur nebenbei. Wenn wir sie mal sehen, können wir sie gleich zuweisen, dachte ich mir. Kümmern wir uns lieber mal um etwas Wichtigeres, nämlich um Energie da oben drin und hinten im Garten... Oh, das ist doch gut hier. Aha, wo haben wir denn schon Energie? Okay, wir haben oben Energie. Das heißt, wir können von oben runter durch die ganzen Häuser das ziehen,
Das würde ja schon absolut reichen. Wenn wir raufkommen. Also, hier drin brauchen wir auf jeden Fall Energie. Ja, dann fangen wir schon mal an. Wir werden erstmal diese Teile hier verteilen. Dann brauchen wir nicht so oft hin und her zu wechseln. Also erstmal nur die. Lampen und so weiter kommen später und die Verkabelung kommt dann zum Schluss. Ist das denn die richtige Seite hier direkt an dem... Naja, wir gehen nach oben und... Ach, das wird schon. Ja, wir gehen nach oben und dann holen wir uns die Energie von oben. Wie sieht es da drunter aus mit dem... Oh, hier brauchen wir nicht unbedingt. Mit dem Friseurladen hier. Hier brauchen wir ja nicht unbedingt Energie drin. Aber wir machen das mal hier lieber. Dann haben wir vorne diese Pinne nicht direkt an der Treppe. Sonst heißt es nachher, oh, ich bin da hängen geblieben mit dem Auge. Ich verklage den Bauherrn hier. Oh nein, das können wir uns doch gar nicht leisten. Die Krankenstation bräuchte auch noch. Aber am besten, ja okay, hier würde es gehen. An dieser Ecke. Und dann könnten wir gleich an dieser Ecke hier auch nach draußen zum Marktplatz Energie hinleiten. Vielleicht reicht das sogar, wenn wir das so machen. Mit Sicherheit reicht das. So, eine Etage höher bitte. Genau, ist das der Schlafsaal hier teilweise? Ja. Wo können wir denn hier, können wir glaube ich, das so hinbauen. Dann haben wir auch gleich zum Markt runter Energie. Stört auch niemanden, hoffentlich. Ja, und hier drin müssen wir mal gucken, wie wir das hier so verteilt bekommen. Ich denke aber vorsichtig mal, wir bekommen das dann über diese Knotenpunkte hin, die es da noch gibt. So, obere Etage. Oh, hier sind ja noch Gartenfelder. Und kein Bett. Ja, das war's jetzt erstmal mit der Energie, denke ich. Können wir die Lampen dran schrauben und... Na, Moment. Wir haben noch unten ein bisschen was zu verteilen. Auf der Vorderseite und dann natürlich im Hotel auch. Also hier, ihr hättet mit Sicherheit auch ganz gerne etwas vom Strom. So, und ich hau die Dinger wieder ganz gerne so in die Ecke, damit man die nach links und rechts ziehen kann, die Kabel nachher. Aber erstmal, glaube ich, kann es nicht schaden, wenn wir mal etwas schlafen gehen. Müssen wir wirklich aufstehen? Wir müssen, Curry, aufstehen und trinken sollten wir. Wir sollten hier oben einen kostenlosen... Ja, so ein kostenloses Getränkteil aufbauen, so ein Wasserspender. Also kostenloses Wasser für alle. Wie sieht das denn hier aus? Ja, in der Ecke, das wäre sogar ganz praktisch. Das würde sogar gehen. Da wären wir direkt hier am Getränkeautomaten und es wird nicht groß stören, meine ich. Wenn es dann passt, wenn wir das hinbekommen. So zum Beispiel, sehr gut. Und auf der anderen Seite kann man hier durch? Nein, das ist ein Fenster. Keine Tür. Oh, wir haben gar keine Tür hier. Gut, ihr steht immer noch im Weg, alle. Sehr schön. Und natürlich brauchen wir hier drin auch ein bisschen Energie. Jetzt nichts dort. Das einzige... Oh, hier haben wir auch noch was. Da könnten wir auch noch was hinpflanzen. Das einzige, was mir hier jetzt irgendwie in den Kram auch passen würde, das wäre diese Ecke hier.
Können wir damit was anfangen? Ja, okay. Wir können nicht in beide Seiten, in beide Richtungen gehen, aber erstmal ist das so okay. Okay, okay. Curie. Hast du gut geschlafen, Schatz? Schatz, jawohl. Als nächstes kommen die Lampen dran. Oh, als nächstes sollten wir jetzt endlich mal was trinken. Wir haben schon den verschwommenen Blick. So langsam dehydrieren wir, aber richtig. Dehydrieren für Fortgeschrittene. Gut genährt. Na also. Irgendeine Krankheit haben wir zwar auch, so. Darum kümmern wir uns später. Erstmal kommen jetzt die Lämpchen dran. Ja, prima. Wird schwierig dann hier unten noch Energie hinzubekommen. Ja, da frickeln wir später. Oh, hier vorne sollten wir auch noch Energie. Und natürlich drüben haben wir das ganz vergessen. Ha? Hier sollten wir auch noch Energie reinbekommen. Ist hier vorne eine Treppe? Ja, aber das stört niemanden. Ja, okay, ganz große Leute, die werden sich hier auch den Kopf dran stoßen können. Aber das sind große Menschen, sind das gewohnt. Also die wissen dann schon, dass sie den Kopf eher mal einziehen dürfen. So, dann brauchen wir hier drin nämlich Energie. Nicht zu vergessen. Och, das bauen wir hier hinten. Schön, dachte ich mir so. Ruhig so mal hin. Dann haben wir auch gleich so ein Licht an der Theke. Oh ja. Ja, hier müssen wir gucken. Kann das sein, dass wir die ganze Zeit so eine Art verschwommenen Blick drauf haben? Was haben wir denn für eine Krankheit? Das kommt mir so seltsam unbekannt vor. Es kann aber auch am neuen Monitor liegen. Der ist viel besser als der alte. Ein bisschen kleiner, aber dafür erschöpft sind wir. Aber dafür von der Grafik her ist der sehr viel besser. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Monitor, dass das so viel ausmachen kann. Aber ich habe das schon gemerkt, denn letzten Monitor, den ich gekauft habe, der war ein bisschen größer, wie gesagt, und von der Grafik her grottenschlecht. Grottenschlecht, das Ding. Ich habe das auch gar nicht hier auf der Richie's Innenseite, auf der ja alle Seiten, auf der ja alle Geräte sind, die ich habe. Ich glaube, ich habe den LG-Monitor gar nicht da drauf. Dass LG so einen Schrott herstellt, hätte ich ja gar nicht gedacht. Jetzt habe ich einen von BenQ, den muss ich aber noch verlinken. Und der ist super verglichen mit dem anderen. Echt. Ich bin total begeistert davon. Naja, ich war total enttäuscht von dem anderen. Also beim Monitor habe ich noch nie so einen Murks gehabt wie diesen anderen. Vielleicht sollte ich den doch verlinken und sagen, dass der Schrott ist, dann, damit sich den keiner kauft. Aus Versehen. Ja, der war günstig und groß eben. Ich weiß nicht wie viel. Ich glaube 32 Zoll oder was, ein bisschen mehr. Aber der letzte, dieser ist jetzt, glaube ich, 29 Zoll. Na, ich werde den Link raussuchen und dann verlinken, dann könnt ihr das ja ganz genau nachsehen. Wow, ja, hier wird es nicht so einfach, das... Ach so, jetzt geht's. Wollte schon sagen, das verschwindet hier alles im Boden hier. Wir bauen das mal so ein bisschen in die Ecke, soweit es geht. Ja, aber da kommt doch schon wieder so ein verschwommener Blick hier. Ich glaube, dass... Nee, mit dem Monitor hat es auf jeden Fall nichts zu tun. Oh, da können wir auch oben Lämpchen dran machen, das ist sehr schön. Mit dem Monitor hat es nichts zu tun. Das muss irgendeine Krankheit sein, die wir jetzt haben. Wahrscheinlich Übermüdung oder sowas. Ja, das ist ja nichts Neues. Oh, was haben wir denn hier oben offen gelassen? Was ist das? Ja, das müssen wir uns aber gleich nochmal angucken. Haben wir irgendwas abgebaut oder was ist das hier? Das kann ja nicht sein. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Hier auch. Oh, oh. Der hatte was wieder, das verschwommene. Ja, das ist, weil wir zu wenig geschlafen haben, ich bin mir sicher. Irgendwo ran liegt das? Ich schiebe es mal auf den fehlenden Schlaf. Aber trotzdem hätte ich hier auch ganz gerne Energie drin, auch wenn das oben noch nicht ganz fertig ist. Hm, schade, ja. Oh, ja, so. Ja, da kann man aber dann nichts mehr dran bauen, oder? So außerhalb kann man das hier hinbauen. Ja, das bringt aber nicht viel.
Da steht's doch auch, wir sind erschöpft. Ja, wir müssen schlafen und sowas alles. Ja, komm, dann bauen wir das hier eben rein. Ja, das wird eine Verkabelung geben. Das wird aussehen nachher. Und hier oben brauchen wir auf jeden Fall auch noch Licht und Energie. Ich weiß ja nicht, was wir hier nachher noch hinbauen wollen. Aber mit Sicherheit irgendetwas. Hier kommt auf jeden Fall das stille Örtchen noch ein. Ja, jetzt schlafen wir uns aber mal richtig aus zum Ende der Folge. Komm, eins möchte ich noch setzen. Ein letztes hier in die Ecke. Nein. Will es nicht. Von mir aus auch hier hin. Direkt am Bett. So, ja. Wenn es anders nicht geht, dann so. Wir gehen jetzt mal richtig schlafen. Gemütlich hier. 8 Stunden, das sollte doch reichen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt munter, stay home und bis zum nächsten Mal. Müssen wir Tschüss. Wirklich aufstehen?